Nach dem Ankicken muss man an der BMW R32 das Standgas einstellen. Der Motor soll stabil laufen, aber nicht zu hoch drehen, sonst kracht das Getriebe beim Einlegen des ersten Ganges. Zum Anfahren am Fingerhebel Gas geben, den oberen Lufthebel akkurat mitziehen und einkuppeln. Jetzt in den zweiten Gang. Hier politisch unkorrekt, ohne Doppelkuppeln. Die R32 hat keinen Drehgriff zum Gas geben, sondern einen Hebel. Der federt nicht automatisch zurück, sondern bleibt in der Position, die der Fahrer einstellt. Die Straße steigt leicht an. Deshalb bekommt der Motor per Hebel links mehr Vorzündung. Dann hat er mehr Leistung. So ein Vorkriegsmotorrad zu fahren, ist schon eine knifflige Sache. Und selbst nach x Jahren auf dem Moped fühlt sich Kollege Schneider hier wieder wie ein blutiger Fahranfänger. Der Motor läuft jetzt hörbar zu fett. Also Lufthebel weiter aufziehen und weiter geht's. Hier geht's mit 15% Gefälle bergab. Also alle Hebel auf Null und kräftig bremsen. Aber bloß nicht andauern, sonst glühen die Bremsen aus. Mit einem kräftigen Stoß Zwischengas in den ersten Gang zurückschalten und anhalten. Was für eine Fahrt!